Mein Name ist Michael Hase vom Verein WEFRA e.V. Wir werden uns nachher auch noch etwas eingehender vorstellen, deswegen überspringe ich das mal. Ich habe eigentlich nur 4 Extrapunkte, die nicht so in den Vortrag reinpassen. Zum einen würde Herr Korn von Ricke TV heute auch, wie die letzten Male, auch gerne das Ganze auf Video bannen. Gibt es jemanden, der mit Aufnahme von Bild und Ton nicht einverstanden ist? Rainer, das war dein Okay. Dann wollen wir kurz nochmal einen Pressebericht erwähnen, der heute in der Lübecker Nachrichten erschienen ist. Die Überschrift hat uns nicht ganz so glücklich gemacht. Da heißt es, Windkraftgegner gründen einen Naturschutzverein. Wir möchten an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, dass wir keine generellen Windkraftgegner sind. Das haben wir auf der Bürgerversammlung auch schon mal gesagt und haben das eigentlich nie anders kommuniziert. So ist es, das passiert manchmal. Im Artikel wird auch ganz klar, genau, werden wir auch richtig zitiert, dass wir nicht generell gegen Windkraft sind, sondern eben genau das Gebiet hier und dass unser Anliegen vom Verein auch überhaupt nichts gegen ist, sondern für die Natur. Alles ein bisschen kompliziert, Zeitungen sind halt manchmal da ein ganz bisschen daneben in der Überschrift, das ist dann so, ist nicht schlimm. Ich wollte es nur nochmal deutlich machen, dass wir eben explizit keine generellen Windkraftgegner sind. Thema Presse ist dann auch der letzte Punkt, den ich habe. Sie haben vielleicht gesehen, dass in der L&L auf der Seite 8 vor einer Woche ein Teil unseres Spendenaufrufs veröffentlicht wurde. Das waren wir nicht. Damit haben wir überhaupt gar nichts zu tun und wir sind auch aus allen Wolken gefallen und wollten das hier an dieser Stelle zumindest auch nochmal klarstellen, dass wir mit dieser Schnipselei, da ist nämlich ein Teil vom Anfang und vom Ende zusammengeschnitten worden und mit unserer Unterschrift versehen worden, einfach veröffentlicht worden, ohne mit uns Rücksprache zu halten. Und noch nicht mal steht dabei, wer die Idee hatte, das zu veröffentlichen. Ja, auch ich freue mich, dass Sie doch recht zahlreich erschienen sind. Das zeigt uns ja auch, dass wir nicht ganz alleine sind mit unserer, ich nenne es jetzt mal, kritischen Sicht auf die Projekte, die hier bei uns in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, darauf kommen wir ja heute noch mal ein bisschen zu, geplant sind. Ich werde versuchen, Sie durch die nächsten ungefähr 90 Minuten zu führen. Wir wollen mal schauen, wie lang es tatsächlich werden wird. Ich gebe mir Mühe, das einzuhalten. Es wird wahrscheinlich mitunter auch anstrengend, wahrscheinlich durch die hohe Informationsdichte. Wir müssen mal gucken, wenn ich Sie überfordere, dann müssen Sie anfangen, laut zu stöhnen oder sowas. Dann weiß ich Bescheid. Ich versuche das ein bisschen zu raffen. Was will ich Ihnen heute näher bringen? Die Themen für die nächsten 90 Minuten sind einmal eine Vorstellung des WEFRA. Herr Hase hat es schon gesagt. Es war natürlich ein bisschen unglücklich. Wir haben viele Flyer von uns schon bekommen, haben dieses Kürzel schon ein paar Mal gelesen und wussten letztlich nicht so genau, was habe ich darunter eigentlich zu verstehen. Dieses Versäumnis wollen wir heute nachholen, zumindest einmal kurz. Dann wollen wir über die Gründe sprechen, weswegen wir gegen die geplanten Windkraftanlagen hier in unserer Region in Heidenmühlen sind. Und das nochmal untermalen, wobei das nicht unser Schwerpunkt heute sein wird. Ich denke, das ist im Vorfeld schon an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden durch Aktionen, die wir gemacht haben oder auch andere. Wahrscheinlich haben Sie sich auch mitunter darüber informiert. Der Schwerpunkt liegt stärker auf den folgenden Themen, nämlich ich muss Ihnen leider heute ein bisschen erklären, wie Landesplanung funktioniert, es sei denn, Sie wissen das schon. Es ist furchtbar kompliziert, aber um so ein bisschen die prognostizierten Abläufe der nächsten Monate zu verstehen, werde ich da was zu sagen. Wenn Sie das schon kennen, müssen Sie mir Bescheid geben. Und wir müssen uns darüber unterhalten. Der Druck der Zeit ist leider relativ hoch, was man dagegen tun kann, ob man überhaupt noch was dagegen tun kann. Und das wird Thema heute sein. Natürlich haben Sie Raum für Ihre Fragen zwischendrin und insbesondere nachher bei der Abschlussdiskussion, damit also auch Dinge, die ich heute nicht anspreche oder die wir heute nicht ansprechen, für Sie hoffentlich zu klären sind. Da gucken wir dann mal. Okay, ich fange an mit dem WEFRA e.V. Was ist denn das? Ups, da bin ich schon einmal zu schnell gewesen. Die Abkürzung WEFRA e.V. steht für den Verein zum Erhalt und Förderung des Radisvorderauenlandes. Und der Name an sich erklärt ja schon mal eine ganze Menge. Ich denke, darunter kann man sich schon mal was vorstellen. Wenn wir genauer hingucken, wir sind ein Naturschutzverein, der gegründet worden ist im Februar 2019. Also wenn Sie mal ausrechnen, es gibt seit etwa 8 Wochen. Sie können sich vorstellen, dass allein der Gründungsprozess eine ganz schön anstrengende Geschichte war, viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir sind inzwischen allerdings beim Amtsgericht in Kiel als gemeinnützig anerkannt und das Finanzamt in Bad Segeberg hat uns die Berechtigung erteilt, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen, was schlussendlich heißt, dass jede Spende, die den WEFRA erreicht, bei der Steuer abgesetzt werden kann und circa, je nachdem welchen Steuersatz derjenige hat, ein Drittel an Kosten einspart. Wer ist der WEFRA e.V.? Wir haben natürlich einen Vorstand, jetzt muss ich in die richtige Richtung klicken. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin der erste Vorsitzende des Vorstandes und
heute ist mir so ein bisschen klar geworden, wieso ich das wahrscheinlich bin, wieso die Leute mich gewählt haben. Die wollten nämlich alle den Vortrag heute nicht halten. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weswegen ich jetzt der erste Vorsitzende bin. Ja. Wir sind hervorgegangen, das wird der ein oder andere schon ahnen, weil Sie uns auch schon gesehen haben bei der ersten Bürgerversammlung der Informationsveranstaltung der Gemeinde aus der Bürgerinitiative, die sich so locker geformt hat. Und wir sind nach und nach immer stärker davon zu der Überzeugung gelangt, dass wir uns anders organisieren müssen, um effektiv sein zu können in diesem Prozess, der, wie Sie sehen werden, keine leichte Aufgabe ist. Die Ziele des WEFRA sind, wie der Name eben tatsächlich schon sagt, im Bereich des Naturschutzes angesiedelt. Wir wollen insbesondere den lokalen Naturschutz stärken, hier um das Radesvorder Auenland in seiner Umgebung. Da gehören natürlich schon Naturschutzprojekte an sich zu. Vieles ist im Rahmen von Ansiedlungsbemühungen von unterschiedlichen Vogelarten etc. Da werden wir mehr zu sehen. Und außerdem ist es natürlich ein nicht zu vernachlässigendes Ziel, dass wir alle schädlichen Einflüsse auf die Umgebung, auf die Natur hier zwischen Halbmühlen und Schönmoor, da ist das Radesvorder Auenland, verhindern wollen. Dazu gehört natürlich, da machen wir gar keinen Hehl draus, insbesondere die Windkraft. Ja, Sie sehen, für 4 Wochen waren wir schon relativ aktiv. Wir haben 3 große Storchenmasten aufgestellt im Bereich zwischen Schönmoor und dem Radesvorder Hof. Sie sehen auch auf den Bildern an der Stelle einen Dank an Christian Lütt, der auch irgendwo hier sitzt. Wir haben viel Hilfe von unseren Nachbarn gehabt. Das ist auch nicht auf Anhieb alles gut gegangen, aber schlussendlich stehen die Dinger. Wir hatten auch schon Besuch von 2 Storchen. Die sind zumindest mal kurz gelandet. Es konnte sich noch keiner entschließen, dort seinen Nistplatz aufzubauen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass das in der nächsten Zeit auch noch irgendwann gelingt. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht sind wir nächstes Jahr soweit. Wir haben angefangen, da haben wir jetzt keine Bilder von, aber Fledermaus-Nisthilfen zu installieren. Wir haben Gestrüpphecken für die Ansiedlung von Kleintieren angebracht und werden also auf dem Gebiet noch eine ganze Menge tun. Uhu-Nisthilfen sind in Vorbereitung. Das sind alles Dinge, die auch schon das Stadium der Planung überschritten haben. Aber wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch mit vielen anderen Dingen viel zu tun haben. Ja, an der Stelle habe ich jetzt eigentlich, da sehen Sie uns nochmal in voller Pracht. Das ist das, was Herr Hase schon angesprochen hat. Dieser Begriff Windkraftgegner passt uns gar nicht. Welches Verhältnis hat der WEFRA zu Windkraft? Wir sind keine Windkraftgegner, wir sind für Windkraft. Aber wenn, dann mit Sinn und Verstand, mit Nachhaltigkeit versehen. Egal welche Energieform wir als Menschen in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert genutzt haben, wir haben eigentlich überall man kann es nicht anders sagen, Fehler gemacht. Ob es nun die Kohle ist, ob es nun das Erdöl ist, ob es nun die Atomkraft ist. Wir haben bei all diesen Energieformen Dinge getan, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, das war vielleicht nicht so gut. Und wir sind im Moment wieder im Begriff, bei der Windkraft was ganz Ähnliches zu machen. Und das ist letztlich unser Ziel, uns dafür einzusetzen, dass solche Fehler nicht wieder passieren. Weil die Dinger stehen für 20, 25 Jahre und wahrscheinlich darüber hinaus. Wir können uns das nicht nächstes Jahr überlegen und sagen, ach, war alles Mist. Müssen wir wieder zurückbauen. Das ist ein bisschen in die Richtung der Frage, die Sie gerade eben gestellt haben. Das wird auch nicht passieren, das können wir uns, glaube ich, sicher sein. Es ist also insofern immer eine Frage des Standortes, wo bauen wir Windkraft? Und da werde ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Die Beispiele, die ich Ihnen gleich erzählen werde, sind, ich habe 3 Stück ausgesucht. Wir haben 29 Einsprüche oder Stellungnahmen, in unserer Stellungnahmen 29 Themen aufgegriffen, 3 davon picke ich heute raus, das ist exemplarisch. Nicht? Um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, muss ich Ihnen was von der Landesplanung erzählen, wie Landesplanung funktioniert und damit beginnen, was eigentlich mit dem Gebiet eines mit dem Begriff eines Vorranggebietes gemeint ist und wie das Land, also die Landesplanung, Vorranggebiete definiert. Sprich, die Frage beantworten, wieso haben wir hier so ein Vorranggebiet, so ein potenzielles Vorranggebiet eigentlich vor der Nase? Und dazu erstmal, ein Vorranggebiet ist eine Fläche, die das Land so definiert, dass auf diesem Gebiet der Anlagenbetreiber die Möglichkeit hat, Windkraftanlagen zu bauen, ohne dass er dafür einen spezifischen Antrag braucht. Er muss eigentlich nur nachweisen, dass er seinen Betreiberpflichten nachkommt und dass auf dieser Fläche keine besonderen emissionsschutzrechtlichen Risiken bestehen. Das heißt, dass er damit keine besonderen Schäden, was die Natur angeht, verursacht. Und dann darf er sofort bauen. Das ist ein sehr vereinfachtes Verfahren. Letztlich sind Windkraftanlagen privilegiert. Das ist wie bei jedem Landwirt so, dass man
im Prinzip keine Baugenehmigung braucht, sondern eben nur dieses emissionsschutzrechtliche Verfahren durchläuft. Wenn also ein Vorranggebiet einmal planrechtlich festgelegt ist, dann ist der Weg zu den Anlagen eigentlich schon ein feststehender, da kann nicht mehr viel passieren. Wie wird so ein Gebiet konstruiert? Hier sehen Sie erstmal für diejenigen, denen das noch nicht bekannt ist, unsere Vorrangfläche hier zwischen Heidmühlen und Radesvorde. Sie sehen hier unten den Radesvorder Hof, den Reithof. Hier oben sehen Sie den Tweel. Hier ist der Hof von Herrn Breiholz, hier der von Herrn Schlüter. Da oben ist der alte Radesvorder Hof, da wohne ich irgendwo und hier läuft die Aula. Landesplanung funktioniert so, dass Landesplanung Kriterien bestimmt, an die Sie sich halten wollen. Das heißt, beispielsweise sind definiert, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Abstand von 250 Meter zu einer Windkraftanlage allein schon aus brandschutztechnischen Gründen, aber auch wenn so ein Ding mal umkippt, ne, also das passiert ja durchaus mal, also ob Sie sich das vorstellen können oder nicht, 250 Meter hoch sind die Teile und wenn dann auch so ein Flügel abfällt, gerade vor kurzem erst passiert im Kreis Pinneberg, da muss natürlich so ein Sicherheitsabstand erstmal gewährt sein. Also 250 Meter ist ein sogenanntes hartes Tabukriterium. Dieser Abstand muss gehalten werden. Da gibt es noch 10 weitere Tabukriterien, die als harte Tabukriterien bezeichnet werden. Dann gibt es 32 weiche Tabukriterien. Das sind Sachen, wo das Land sich verpflichtet hat, sich dran zu halten, beziehungsweise wir haben gesagt, wir machen das einfach. Da sind zum Beispiel weitere 150 Meter Abstand zu Siedlungsflächen mit gemeint. Und wenn Sie sich jetzt die Landesplanung einmal anschauen, dann sieht das bei denen dann so aus. Das ist also ein Abstand um alle Gebäude und Ansiedlungen im Außenbereich von insgesamt 400 Metern. Das gesamte Planverfahren müssen Sie sich ohnehin so vorstellen, das passiert ausschließlich am Schreibtisch. Also bis zum Ende des Verfahrens, bis heute, war kein einziger Mitarbeiter, höchstens weil er mal spazieren gegangen ist, aber des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, so heißt das zuständige, also der zuständige Amt des Ministeriums, war hier bei uns im Gebiet. Ne? Sondern es passiert alles an einem Schreibtisch und beruht auf Daten, die dem LLUR zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich auch das Problem, wenn das LLUR die falschen oder unzureichenden Daten hat, dann trifft es auch die falschen und unzureichenden Entscheidungen. Ne? Es gibt nach den harten und weichen Tabukriterien, bei den weichen Tabukriterien machen wir jetzt weiter, auch noch Abwägungskriterien, das sind dann die ganz schwachen, die man nur noch berücksichtigt, wenn man wirklich gut drauf ist. Bei den weichen Kriterien ist es so, dann nehmen wir beispielsweise den Wald, da haben wir 30 bis 100 Meter Abstand, zu dem sich das Land bekannt hat und sagen, das machen wir, 30 bis 100 Meter Abstand zum Wald halten wir. Oder es gibt dazu so etwas, wie nennt sich Vernässungsräume. Vernässungsräume sind um Gewässer herum Flächen, die eben auch mal unter Wasser stehen können oder zumindest sehr feucht werden. Und da ist es schon bautechnisch nicht so einfach, so eine Anlage hinzustellen. Das sieht dann so aus, Sie sehen hier den dickeren grünen Rand. Das sind die 30 bis 100 Meter um einen Wald. Und das sind die Vernässungsflächen hier um die Radesvorderau, hier um die Rotmühlenau oben. Und Sie merken schon, alleine diese vier Kriterien, die jetzt eingeblendet sind, machen schon relativ deutlich, wie unser Vorranggebiet hier entstanden ist. Sie sehen im Moment hier noch eine blaue Fläche obendran, das ist eine sogenannte Potenzialfläche, da hat man mal drüber nachgedacht, ob man die auch noch mit dazu nimmt. Aufgrund verschiedener von diesen weichen Abwägungskriterien ist man dann zu der Überzeugung gelangt, die lassen wir lieber raus. Dasselbe gilt für die Fläche hier unten. 34 Abwägungskriterien, 32 weiche Tabukriterien, nochmal 10 harte. Und dann kommen wir nachher auf ein Bild, was hier bei uns in der Region so aussieht. Alles am Computer entstanden, das sind sogenannte QGIS-Daten, das ist auch ein Original hier, also was wir Ihnen da zeigen. Damit plant das Land tatsächlich. Und dann kommt sowas bei raus und diese Fläche bleibt über, die wäre jetzt auf der Karte sozusagen weiß. Und dann kann man sagen, okay, da ist ja nichts, alle Kriterien sind berücksichtigt worden, da kann man jetzt bauen. Zu den Kriterien gehören natürlich auch viele Naturschutzkriterien, beispielsweise auch viele einzelne Großvogelarten. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, früher hat das Land tatsächlich eigene Beobachter ins Feld geschickt und geguckt, wo gibt es denn welche Vögel. Das machen die schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Inzwischen ist es so, dass sie sich auf freiwillige Beobachtungen verlassen. Es ist so, dass zwischen Segeberg und Neumünster leider keine Vogelbeobachter unterwegs sind. Das heißt, wir haben hier keine Vögel, das heißt, hier sind keine Vogelbeobachtungen gemeldet worden. Und entsprechend kann hier auch gebaut werden. Ja, das weiß ja auch jeder von Ihnen, dass wir hier wieder einen Milan haben, noch einen Seeadler rumfliegt und so weiter und so fort. Okay, das ist die planerische Seite. Es gibt natürlich eine Realität und ich vermute, dass Sie die alle selber kennen. Vielleicht waren Sie auch heute, das Wetter war schön draußen und haben die Realität sich angeschaut. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Realität nochmal in Erinnerung bringen.
mit einem kurzen Filmausschnitt. An der Stelle danke an Rainer Korn, der uns da die Aufnahmen seiner Drohnen zur Verfügung gestellt haben. Hier ein besonderer Standort sind. Wir haben nämlich etwas, was in Schleswig-Holstein sehr, sehr selten ist. Wir haben eine ganze, ganze Menge Wald. Und wir haben nicht nur Wald, sondern wir haben zwischendrin Waldinseln, die Natursysteme miteinander verbinden, vernetzen. Wir haben Grünland zwischendrin. Das ist gerade insbesondere für Greifvögel natürlich Jagdhabitat, wo die dann tatsächlich auch ihre Beute finden. Wir haben zwischendrin noch Gewässer. Also wir haben einen sehr, sehr abwechslungsreichen Raum. Und im Prinzip, wenn Sie die Vorrangfläche nochmal sich ins Gedächtnis rufen aus der Karte vorher, dann geht es hier um eine riesengroße Lichtung, die zwischen mehreren Waldgebieten liegt. Und insofern von all den Tieren, die im Wald, zumindest wenn wir jetzt an die fliegenden Tiere denken, aber natürlich auch auf die großen Säugetiere, genutzt wird. Nicht? Also hier geht es nicht um ein flaches, plattes Land ohne Strukturen, ohne Möglichkeiten für wildlebende Tiere, sondern hier ist eine besonders wertvolle Fläche betroffen. Die drei Beispiele, von denen ich gesprochen habe, ich möchte Ihnen was darüber erzählen. Und wie gesagt, ich habe noch nicht mal die prominentesten rausgenommen, wieso wir diese Fläche für ziemlich ungeeignet halten. Und das ist ein bisschen wahllos durcheinander, das werden Sie gleich sehen, aber vielleicht macht Ihnen das noch einmal klar, wie seltsam diese Planung ist, auch ist, die uns da widerfährt. Die Renaturierung der Radisvorderau. Der eine oder andere weiß es vielleicht schon, es gibt eine EU-Wasserrahmenrichtlinie. Und diese EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, dass in den 60er Jahren begradigte Flüsse wieder in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden, weil wir gemerkt haben, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, das war vielleicht keine gute Idee, was wir damals mit viel Aufwand betrieben haben, weil Bodenerosion, Gewässererosion stattfindet etc. Es wird allein, also es ist schon viel passiert an der Radisvorderau, das werden viele Halbmühlen auch wissen, da ist schon viel wieder in einen alten Zustand zurückversetzt worden und alleine in diesem Jahr sind drei neue Abschnitte geplant. Diese drei neuen Abschnitte bedeuten, da wird also der alte Flusslauf wiederhergestellt, der historische alte Flusslauf wiederhergestellt, da werden Auwälder gepflanzt, da werden sogenannte Sohlschwellen, das sind so kantenartige Abbrüche im Verlauf des Flusses, die Erosion vermindern soll, gleichzeitig aber so die Migration der Tiere im Fluss, also nach oben oder nach unten, erschwert, durch Sohlgleiten ersetzt, also da ist das Ganze etwas moderater. Dann wird die Unterhaltung eingestellt und so weiter. Also da passiert eine ganze Menge, was diesem Fluss wieder wirklich einen natürlichen Zustand zuführt. Und das ist was Tolles. Das sage ich Ihnen aus ganzem Herzen. Das ist eine klasse Sache. Die kostet eine Menge Geld. Das darf die auch. Finde ich gut. Ja? Hier sind die Sachen, die da passieren. Jetzt sage ich Ihnen aber, was das kostet. Alleine diese drei Schritte, von denen da oben die Rede ist, die kosten 470.000 Euro. Ja? Das ist das, was in 2019 angestoßen wird. Da ist natürlich vorher auch schon was passiert und das geht weiter, denn das ist noch nicht fertig. Da werden also auch in 2020 und 2021, schätze ich mal, ich weiß nicht, wie der Zeitplan ist, aber wird das weitergehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Landesplanung vorhat. Die Landesplanung will 50 Meter daneben 3000 Kubikmeter Beton in den Moorboden gießen. Die will damit im Prinzip die Deckschichten durchbrechen, sodass der Dünger dann auch wirklich in die tieferen Schichten laufen kann, ins Grundwasser eindringen kann. Es wird eine Auslaugung geben, gerade saure Moorböden schwemmen tatsächlich Schadstoffe aus dem Beton aus. Und das passiert 50 Meter daneben. Also wir haben mehr als eine halbe Million Euro Steuergeld, die investiert werden für dieses Stück Au. Und daneben sollen Betonfundamente gebaut werden, die eben genau diese Folgen haben, von denen ich gerade erzählt habe.
Das ist ein Beispiel für erfolgreiche Landesplanung. Das passiert halt, wenn man sowas am Schreibtisch macht. Nächster Punkt. Sie sehen hier eine Karte, Sie sehen die Überschrift, das ist das Netzwerk für waldbewohnende größere Säugetiere. Was ist das? Ein Netzwerk für waldbewohnende größere Säugetiere. Ich gebe das ganz offen zu, vor einem halben Jahr wusste ich das auch noch nicht. Ich habe gedacht, wenn man Tieren eine größere Fläche zur Verfügung stellt, in der sie leben können, in der sie sich ernähren und fortpflanzen können, dann ist alles gut. Dem ist natürlich nicht so, dass wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem klar, die brauchen ja für ihren Genpool, für einen gesunden Genpool, einen Austausch. Ne? Sonst das Thema Inzucht. Sonst gehen diese Populationen unter, weil sie sich einfach nicht mehr anpassen können an Veränderungen von Lebensumständen. Das heißt, sie brauchen Vernetzung, weil wir ihnen ja nun mal keine großen Flächen mehr zur Verfügung stellen. Es ist ja alles irgendwo auch ein Stück zersiedelt. Das ist seit den 70er Jahren klar. Seit den 70er Jahren hat man das Stichwort Lebensraumkorridore ganz anders auf dem Schirm. Und man achtet darauf, dass zwischen einzelnen Populationen Verbindungswege bestehen. Jetzt sehen Sie hier, den großen Teil Norddeutschlands sind die Verbindungswege gar nicht so schlecht. Da gibt es einige Vernetzungen, die die großen Waldgebiete miteinander verbinden. Hier bei uns in Schleswig-Holstein sieht es ja schon ein bisschen mau aus. Wir haben ja nun mal nicht so viel Wald. Und deswegen gibt es hier im Prinzip im südlichen Bereich zwei und im nördlichen Bereich eine große Straße, sage ich jetzt mal, bis Dänemark hoch. Dafür sind die besonders wichtig. Das sind nämlich von der Bezeichnung her international bedeutsame Lebensraumkorridore, Migrationswege, die dort hochführen und die den Tieren insbesondere einen genetischen Austausch ermöglichen. Und es ist tatsächlich so, jetzt fragen Sie sich, wie der dänische Hirsch, der hat dann auch irgendwie was mit der Gegend da unten zu tun. Und es ist tatsächlich so, also im Segeberger Forst sind Gene von dänischen Hirschen nachgewiesen worden. Es gibt diesen Austausch und das ist eine ausgesprochen wichtige Sache zum Erhalt dieser Population. Aber es geht natürlich um eine ganze Menge von Säugetieren, die diese Wege so nutzen. Sie sehen schon, da gibt es einen roten Kreis, der ist vielleicht spannend. Gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an. Und wenn Sie den genauer angucken, dann sehen Sie, dass dieser international bedeutsame Austauschweg für waldbewohnende große Säugetiere, hier, das ist der Segeberger Forst, hier ist das Hallower Gehege, da irgendwo zwischendrin liegt das Fernbödler Gehege, genau durch unsere Gegend läuft. Nicht nur durch unsere Gegend, sondern sie läuft im Prinzip genau da lang, wo die Windkraftanlagen gebaut werden sollen, durch dieses Vorranggebiet. Erstaunlich. Das kann doch die Landesplanung nicht ignorieren. Tut sie auch nicht. Die Landesplanung sieht sogenannte Biotopverbundsysteme, das ist ein anderer Begriff für Lebensraumkorridore, sieht die auch vor und berücksichtigen die auch. Jetzt gucken Sie sich aber mal an, wieso bauen die denn dann auch trotzdem Windkraftanlagen? Kann man sich nicht so richtig vorstellen. Das kann man sich aber vorstellen, wenn wir uns wieder so eine Kugelskarte des Landes angucken. Da ist es nämlich so, Sie sehen hier die hellroten Gebiete und auch die lilanen sind sogenannte Biotopverbundsysteme. Und Sie sehen, das ist alles gar nicht so schlimm, weil das Biotopverbundsystem für die großen Tiere, das endet an der Radesvorder Au und an der 102 hier unten, an der K102, der Kreisstraße. Alles klar, haben wir uns gedacht, das ist ja ein bisschen seltsam, verstehe ich gar nicht. Wieso laufen die denn die da nicht lang? Ja? Wir haben es uns nur so erklären können, dass wahrscheinlich haben die Angst vor nassen Füßen hier oben und hier unten fehlt wahrscheinlich der Zebrastreifen und deswegen gehen die da einfach nicht weiter. Da in der Mitte ist nichts mehr los. Ja? Im Vorranggebiet findet keine Migration statt. Anders kann das eigentlich nicht sein. Wenn Sie allerdings in der Gegend wohnen, dann wissen Sie, dass da jeden Tag Unmengen von Großwild, von Dammwild, von Rehwild durchläuft und alle anderen großen Säugetiere, die wir so im Wald finden. Das wissen auch nicht nur wir. Wenn Sie nämlich auf der nächsten Karte gucken, da sehen Sie blau eingezeichnet die Hochsitze der Jäger in diesem Gebiet. Herr Hase hat sich die Mühe gemacht, da mal rumzulaufen, mal zu gucken. Und Sie sehen, die Jäger wissen das auch. Da sind eine ganze Menge Wildarten, die man auch jagen kann. Sonst hätten die nicht so wahnsinnig viele Hochsitze hier stehen. Also das spricht schon mal gegen diese Migrationsgrenze hier unten und da oben. Die scheinen da weiterzugehen. Herr Hase war schon mal aktiv, außerdem hat er einen Hund. Da hat er sich gesagt, dann gucke ich noch mal weiter. Und dann hat er sich mal auf die Suche gemacht nach Furten. Furten sind Orte, das wissen die meisten von Ihnen, an denen nicht nur mal ein Hirsch oder mal ein Reh über einen Fluss springt oder durch einen Knick geht, sondern ganze Rotten, und zwar regelmäßig und immer wieder. Deswegen sieht man hier auch, dass da keine Vegetation mehr wächst. Und dann hat er gesucht und hat auch gefunden. Sie sehen hier nur einen Auszug aus unserer Stellungnahme mit 23 solchen Furten oder 22 solchen Furten. Insgesamt haben wir nur im nördlichen Bereich dieser Vorrangfläche gesucht und haben mehr als 40 gefunden. Ja, Sie sehen die hier eingezeichnet. Alle grünen, die roten, das sind Brücken.
Die gelben sind die Übergänge in den, die Wildwechsel in den Knicks. Und das Grüne, das ist, was über die Auso passiert. Also die haben keine Angst vor nassen Füßen. Die gehen da rüber. Ne? Und die gehen natürlich auch hier runter, weil die wollen ja aus dem Fehrenbödler Gehege hier runter in den Segeberger Forst oder auch hier rüber in den Segeberger Forst. Die lassen sich ja nicht davon aufhalten, dass die Landesplanung nicht vorsieht, dass da eine Migration stattfindet. Diese Migrationsbetrachtung sollte sich auch an den realen Gegebenheiten orientieren und nicht an einem theoretischen Konstrukt. Okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Ort auf der Karte. Wiederum ein planerisches Kuriosum. Wenn Sie sich mal anschauen, hier oben, dieser Bereich etwas außerhalb unseres Kreises, da ist die 21. Und vielleicht weiß der eine oder andere, dass an dieser Stelle ein Bereich ist, der nennt sich Kiebitzhorner Moor. Und im Kiebitzhorner Moor sind etliche Millionen Euro investiert worden für Grünbrücken, für eine Umgestaltung der Landschaft dort, um nämlich genau diesen Migrationsweg möglich zu machen und zu erleichtern. Auf der anderen Seite haben wir eben solche Migrationsbrücken über die Bahnlinie nach Neumünster. Aber in der Mitte stellt man jetzt Windkraftanlagen mitten in diesem Migrationsweg. Eine für uns nicht nachvollziehbare Planung. Nicht sinnvoll. Kann man nicht verstehen, was das soll. Machen Sie trotzdem. Okay. Ein dritter Punkt, oder der dritte Punkt, den ich Ihnen versprochen habe. Ich glaube, wir haben keine Kinder anwesend. Falls welche anwesend sind, sollen die sich für einen Moment die Augen zuhalten. Es geht um die Frage Großvögel und Windkraftanlagen und ob das eine tödliche Verbindung ist. Googeln Sie einmal das Stichwort Schlagopfer und Sie kriegen seitenweise solche Fotos zu sehen. Jetzt gibt es immer wieder so Spezialisten, die behaupten, naja, das sind doch die Windkraftgegner, die besorgen sich so einen toten Vogel, dann legen die den unter die Anlage. Ich bin zu einigen bereit, das sage ich Ihnen, aber ich bin nicht bereit dazu, hier so einen Vogel zu zerrupfen und unter die Anlage zu legen. Wir sind sicherlich bereit, uns einzusetzen für diese Ziele und ich glaube, das geht auch vielen anderen Menschen so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, einen toten Vogel oder eine Windkraftanlage zu legen und entsprechend zu präparieren. Das ist natürlich noch kein Beweis, das ist mir auch klar. Da kommen wir aber jetzt gleich nochmal zu. Bevor wir dazu kommen, von den grausigen Bildern zu etwas schöneren Bildern. Wir kommen jetzt zu einem kleinen Film, das eine Nachbarin von mir in Schönmoor aufgenommen hat, ein paar hundert Meter entfernt. Auch nochmal einer, der Ihnen zeigen soll, wenn Sie es nicht selber schon wissen, was bei uns alles für Dinge so los sind. Ich hoffe, Sie haben gute Augen, es wird gleich noch größer, da ist was los. Wer ist sachkundig genug, dass er sich zutraut zu sagen, was das für ein Vogel war? Fischadler. Super, klasse. Es war ein Fischadler, genau. Ein Vogel, von dem man gar nicht unbedingt ausgeht, dass er hier bei uns so häufig ist, aber er kommt vor. Ein weiterer Beitrag aus derselben Serie. Ebenfalls eine wunderschöne Aufnahme. Selbes Grundstück, selbe Filmerin, wenige hundert Meter entfernt. Ups, das sah. Sie können schon wieder raten. Er kennt wenigstens den zweiten, schätze ich. Wer kann sich vorstellen, was war das? Nicht so einfach. Seeadler. 100 Punkte, hervorragend. Ein junger Seeadler. Ja? Ein junger Seeadler, beim älteren Seeadler wäre das wahrscheinlich auch nicht so ausgegangen. Der hätte sich das von der Elster nicht verderben lassen. Ja, da wohnen wir. Ja? Und wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man die Ruhe hat, wenn man die Geduld hat,
dann kann man solche Dinge beobachten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ähnliche Sachen bei Ihnen im Garten zu sehen sind. Und wenn Sie nicht im Garten so etwas sehen wollen, dann können Sie das auf dem Spaziergang bei uns am Radesvoller Moor tun. Ein weiteres Beispiel, der Mäusebussard. Jetzt wundern Sie sich, weil eigentlich vom Milan immer die Rede ist, vom Roten und vom Schwarzen und vom Storch und vom Uhu und von sonst wem, aber doch nicht vom Mäusebussard, weil der Mäusebussard, das ist doch ein Vogel, der bei uns sehr häufig vorkommt. Das ist tatsächlich der häufigste Greifvogel, den wir in Deutschland haben. Die Windkraftplanung, die kennt einen Mäusebussard gar nicht. Mäusebussard gibt es für die nicht. Das ist auch völlig egal, wie viele Mäusebussarde beeinträchtigt werden. Die kommen einfach in diesen Kriterien, von denen ich Ihnen vorhin erzählt habe, kommen die Mäusebussarde nicht vor. Häufigster Greifvogel hier bei uns in der Bundesrepublik. Aber wenn Sie den Landesartenschutzbericht lesen, dann werden Sie feststellen, dass in den letzten 19 Jahren 70% des Brutbestandes des Mäusebussards zurückgegangen sind. Also um 70% ist er zurückgegangen. 20 Jahre. Können wir uns das leisten? Können wir uns das leisten, innerhalb von 20 Jahren 70% eines solchen Bestandes zu reduzieren? Was hat das mit Windkraft zu tun? Kommen wir jetzt zu. Es gibt eine sehr, sehr methodisch gute Studie, eine der größten Studien zum Kollisionsrisiko zwischen Großvögeln und Windkraftanlagen. Das ist die sogenannte Progress-Studie. Die Progress-Studie wird finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium, wird durchgeführt von der Universität Bielefeld. Und die Progress-Studie hat in Schleswig-Holstein sich Windkraftanlagen herausgesucht, und zwar 500 Stück in 55 Windparks, also eine richtig große Studie, und hat über 12 Wochen, also 3 Monate, alle Schlagopfer gezählt. Zur Überraschung der Autoren, mit Sicherheit auch zur Überraschung des Bundeswirtschaftsministeriums, erstmal die Daten zur Studie. Zur Überraschung des Bundeswirtschaftsministeriums ist Folgendes dabei rausgekommen. Hier in Schleswig-Holstein werden ca. 1600 Mäusebussarde alleine hier in Schleswig-Holstein beim jetzigen Bestand der Anlagen, so viel wie wir jetzt haben, durch Windkraftanlagen getötet. Und das ist nach Aussage der Forscher und der Biologen ein Zustand, der potenziell bestandsbedrohend ist. Jetzt so viele Windkraftanlagen, wie wir jetzt haben. Das bedeutet, dass der Windenergieausbau einen noch viel massiveren Rückgang des Mäusebussards und natürlich auch aller anderen Vogelarten, die bedroht sind. Wir wissen, dass der Milan viel schlaganfälliger ist, weil er nämlich in seiner Jagdtechnik viel weniger Rücksicht nehmen kann auf Windkraftanlagen. Schon lustig, dass der Rücksicht nehmen soll auf Windkraftanlagen. Also, dass da natürlich noch viel mehr Rückgang bei den anderen Vogelarten ebenfalls zu erwarten ist. Und besonders natürlich, und da kommen wir auf den Punkt, wie wir uns positionieren, an den Standorten, wo es viele solcher Vögel gibt. Nicht? Also diese Standorte sind besonders problematisch und dazu gehören wir nun mal. Wollen wir das? Das ist die Frage. Jetzt kann man natürlich emotional geprägt sagen, ja, nee, wohl will ich gar nicht. Kann ich mir nicht leisten. Man kann aber auch ein bisschen differenzierter darüber nachdenken. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn wir dadurch unsere Klimaprobleme, unsere Energieprobleme lösen, wären wir dann vielleicht auch bereit, so einen Rückgang und so einen Einfluss auf solche Greifvogelpopulationen vielleicht auch hinzunehmen? Wir haben im Hinterkopf, dass es natürlich nicht nur um den Vogel selber geht, sondern das sind ökologische Systeme, da gibt es Zusammenhänge zu Mäusepopulationen und so weiter und so fort. Man kann also nicht einfach nur sagen, okay, dann sehe ich halt keinen Greifvogel mehr. Ne? Das ist uns allen klar. Und trotzdem ist die Frage, wenn wir also sagen, wir lösen dadurch unser Energie- und Klimaproblem, würden wir das vielleicht in Kauf nehmen? Da bin ich ganz schön in die Bredouille gekommen. Ich habe mir natürlich auch gedacht, was soll der arme Vogel das büßen, was wir da alles verbockt haben. Schlussendlich musste ich diese Frage zum Glück nicht beantworten, denn als ich mich mehr damit befasst habe, bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Wenn Sie mal ein bisschen Rechenübungen machen, stellen Sie fest, dass 40% unseres Stroms durch erneuerbare Energien, eigentlich sind es nur 36, aber ca. 40% des Stroms durch erneuerbare Energien gewährleistet werden. Durch Windkraft nur 9,6%. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur Strom brauchen, sondern die ganzen CO2-Emissionen gehen ja maßgeblich davon aus, dass wir unsere Häuser heizen, dass wir mit unseren Autos durch die Gegend fahren. Der Strom macht da ja einen eher kleinen Anteil aus. Die Windkraft hat an der Gesamtenergieproduktion einen Anteil von 3% im Moment. Das ist eine Zahl, die vom Bundesumweltamt kommt. Das heißt, den Schaden, den wir im Moment haben, über den ich Ihnen jetzt nur so ein bisschen auszugsweise was erzählt habe, der gewährleistet gerade mal 3% unseres Gesamtenergiebedarfs. Wenn wir jetzt die Windkraft ausbauen, und im Moment ist ungefähr eine Verdoppelung geplant, ja, dann würden wir natürlich
auf jeden Fall die Schwelle überschreiten, wo wir sagen, wir können alle Arten erhalten, sondern dann würden wir den Preis dafür zahlen. Und das Ganze für ungefähr 6% unseres Stroms. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, ob das die Technik ist, mit der wir tatsächlich zum Erfolg kommen. Also die Frage, wären Sie immer noch bereit, das hinzunehmen? Und das habe ich Ihnen gerade erzählt, 6% zu den Kosten. Der BfA setzt sich dafür ein, dass wir sagen, ja, Windkraft, aber bitte in solchen Gebieten, die nicht gerade was Greifvogelaufkommen angeht, was Großvögelaufkommen angeht, besonders stark frequentiert sind. Die muss man rausnehmen. Man muss Windkraft so bauen, dass möglichst wenig Schaden entsteht. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Okay, nochmal eine ganz kurze Übersichtskarte. Wir haben nur mal so stichprobenartig ein paar sachkundige Menschen, von denen wir uns sicher waren, dass sie in Amse einen Spatz voneinander unterscheiden können, gefragt, was sie so im letzten Jahr gesehen haben. Das war noch 2018. Und die sehen hier in der Übersichtskarte, es geht gar nicht um die Anzahl der Punkte, sondern das sind verifizierte, vertrauenswürdige Meldungen, die wir in der Kürze der Zeit zusammengekriegt haben. Und Sie sehen, wir haben den Fischadler, wir haben den Habicht, wir haben den Kranich, wir haben den Rotmilan, wir haben die Speiereule, den Seeadler, den Schwarzstorch, den Turmfalken, den Uhu, den Weißstorch, den Bussard. Mir ist vorhin von einem Teilnehmer hier erzählt worden, von der Wiesenweihe. Wir haben sicherlich noch eine ganze Menge, auch Wiesenvögel, die wir noch gar nicht so zugeordnet haben. Also dieses Gebiet hier ist extrem artenreich. Und das soll es auch bleiben, ist unsere Meinung. Gut, zum Abschluss, bevor wir zu den Fragen zum Thema Standort Heidmühlen kommen, möchte ich mit Ihnen nochmal über ein Bild sprechen. Dieses Bild hier. Das ist ein Bild, wie Sie das sehr häufig sehen, wenn Sie irgendwo mal Werbung von Windkraft sehen, wenn Sie mal in der Zeitung Artikel sehen, wenn Sie vielleicht auch mal im Internet irgendwo auf der Seite einer Bank sind, die Windkraft finanziert oder was auch immer. Die Bilder sehen so aus. Wunderschön. Tolles Wetter ist schon mal die Frage, ob das, naja, manchmal ist es auch hier ein tolles Wetter. Dann haben wir hier Sonnenblumenfelder. Das ist bei mir schon locker 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier Sonnenblumenfelder gesehen habe. Inzwischen steht überall Mais. Und Sie haben eine blank-weiße Anlage, die hier mit weißer Weste in der Landschaft steht. Das löst doch warme Gefühle aus. Das tut es auch bei mir. Das hat die Windkraftindustrie inzwischen geschafft. Wir assoziieren damit eine völlig folgenlose, naturnahe Möglichkeit, Energie zu produzieren. Das ist auch das Ergebnis einer Werbemaßnahme. Das ist natürlich eine Fotomontage. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das hier bis zum Horizont gehen, die Sonnenblumen eine Originalaufnahme ist. Und wenn man ein bisschen genauer hinkriegt, sieht man das auch. Ich sage nicht, an jeder Windkraftanlage sieht so aus, will ich nicht behaupten. Aber das ist der Realität um ein Vielfaches näher als die Fotomontage aus dem Bild vorher. Es gibt unter Windkraftanlagen regelmäßig tote Vögel. Ja, gibt es an dem Punkt, in dem Moment, Fragen, die Sie stellen wollen zum Standort Heidmühlen? Wie gesagt, das war jetzt ein relativ kleiner Auszug. Wir haben in der Stellungnahme, die wir an das Land geschickt haben, 44 Seiten lang, 29 Themen, 51 Anlagen, Sie haben einige Auszüge daraus gerade eben gesehen, noch viel mehr Themen angesprochen. Gibt es im Moment etwas, was Sie dazu wissen möchten, oder wollen wir das auf die Abschlussrunde verschieben? Letzte Möglichkeit für eine Pause, jetzt geht nämlich der Tour de France-Ritt weiter, jetzt geht es um Landesplanung. Ich mache weiter, ne? Okay. Wir haben Sie mit der man könnte sagen, etwas provokativen Formulierung, Baubeginn 2019, das kann auch nicht angehen, auf unserem Flyer, vielleicht auch ein bisschen hierher gelockt. Aber Sie werden gleich sehen, dass da viel mehr dran ist, als man im ersten Moment glauben möchte. Denn so wirklich glauben wollte ich das auch nicht. Alles, was ich Ihnen jetzt im Folgenden erzähle, ist abgesichert. Es gibt Szenarien, da sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Wir müssen jetzt eben in die Planung einsteigen. Sie müssen da ein bisschen was drüber wissen. Nicht jeder weiß das, glaube ich. Der eine oder andere ist recht gut vertraut damit. So ein Planverfahren des Landes ist nicht ganz unkompliziert. Ich habe 6 Monate gebraucht. Ich hoffe, dass ich Ihnen das Filtrat jetzt einigermaßen plausibel rüberbringen kann. Sie müssen es auch nicht jemand anders erklären können. Es reicht, wenn Sie es ungefähr nachvollziehen können. Vorne weg bis 2012, also wir können sagen, so ab 2000 ging es ja los mit Windkraftanlagen in größerem Stile. Windkraftanlagen waren privilegiert und der Windkraftanlagenbetreiber konnte sich eigentlich eine Fläche raussuchen, die er hübsch fand, wo er einen Bauern hatte, der sagte, okay, die vermiete ich dir, verpachte ich dir für viel Geld. Und dann konnte er auf dieser Fläche, wenn er ein Umweltgutachten beigebracht hat und das sogenannte emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren passiert hat, auch bauen. Das hat dem Land irgendwann nicht mehr so gefallen
Und Sie haben sinnvollerweise gesagt, wir wollen eine sogenannte Konzentrationsplanung machen, wir wollen die Anlagen zusammenfassen, sonst verspargeln die uns, das ist das Stichwort, das ganze Land, beziehungsweise wir haben hier einen Wildwuchs. Ist ja auch ein guter Gedanke gewesen, hat das Land dann auch gemacht, hat angefangen, solche Kriterien aufzustellen, wie wir sie vorhin gesehen haben, solche Abstandskriterien. Das ging dann auch eine Weile lang gut, allerdings haben die Windkraftanlagenbetreiber gesagt, das gefällt uns nicht. Und wieso gefällt es uns nicht? Weil das Land ein Kriterium vorgesehen hat und da ging es um den Willen der Bürger. Das Land hat nämlich gesagt, wir bauen die Anlagen dann auch nur da in den Gemeinden, die das okay finden, die da mitmachen wollen. Ja? Und das hat den Anlagenbetreibern überhaupt nicht gepasst, also haben sie geklagt. Diese Klage ging bis vor das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein und das hat 2015 entschieden, dass es nicht rechtmäßig ist, den Willen der Bürger mit einzubeziehen. Das heißt, Dankeschön, ab dem Zeitpunkt waren die Bürger raus. Und wir können über unsere Willensbeteiligung, ob es uns gefällt oder nicht, nichts mehr bewirken. Also hat das Land, das war erstmal eine Riesenschlappe, muss man sagen, ne? Denn die Landesplanung ist vom Gericht sozusagen komplett gekippt worden. Blamage, damals noch unter Herrn Albig, der das ganze Planverfahren aufgebracht hat. Da haben sie in Windeseilen die Kriterien geschärft, haben das Verfahren wasserdicht gemacht, haben da nochmal eine Menge Energie reingesteckt. Und dann ging es 2016 nochmal los. Dann haben sie einen neuen Planentwurf ausgelegt, also haben ganz Schleswig-Holstein Gebiete definiert, haben gesagt, da machen wir das. Und dieser Planentwurf hat damals Halbmühlen nicht enthalten. Wieso hat es Halbmühlen nicht enthalten? Weil es damals ein zusätzliches Kriterium gab und das war der Abstand zur Deutschen Wetterdienst Radarstation in Bostedt. Da gibt es eine Radarstation, die messen da Wetterdaten. Und da gab es einen Radius von 15 Kilometern, in dem auf den Bau von Windkraftanlagen verzichtet werden sollte. Da durften nur die Anlagen stehen bleiben, die sowieso schon da waren. Und da waren wir als Halbmühlen fein raus. Wir sind nämlich 5,6 Kilometer mit unserem Vorranggebiet von Bostedt entfernt, lagen also voll drin und sind in den Planentwurf nicht aufgetaucht. Deswegen hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch kaum einer von uns von der Windkraftplanung so richtig was mitgekriegt. Das ist also vorbei, war 2016. Dann gab es die erste Öffentlichkeitsbeteiligung. Bei jedem Planentwurf muss die Öffentlichkeit befragt werden, nicht ob sie es will oder nicht, sondern ob sie Gründe kennt, die dagegen sprechen. Die ist auch erfolgt. Und dann kam es zum zweiten Planentwurf. In der Zwischenzeit ist etwas passiert, da wo der schwarze Pfeil war. Was ist passiert? Der Anlagenbetreiber, die Anlagenbetreiber, der Bundesverband Windenergie, fand das wieder nicht lustig, dass er um die Bostedter Wetterstation und alle anderen Wetterstationen in Deutschland nicht bauen durfte. Es sind gar nicht so viele, 40, ich glaube 49 Anlagen. Und da wollte die Windindustrie aber auch bauen. Übrigens ziemlich aktiv in diesem Kampf war der Vertreter des Wilmersdorfer Windpark, der jetzt hier bei uns bauen möchte. Der hat nämlich seinen Wilmersdorfer Park da drin und der möchte natürlich auch noch ein paar mehr Parks da drin bauen. Und deswegen ist da wiederum geklagt worden. Dummerweise hat das Landesgericht in Leipzig. Bundesverwaltungsgericht. Irgendein Obergericht in Leipzig hat dann entschieden, dass eben auch dieser Einwand, dieses Kriterium gekippt wird. Und plötzlich im zweiten Planentwurf war unser Gebiet mit drin. Das ist der Zeitpunkt, an den sich der eine oder andere erinnert. Letztes Jahr September. Da haben wir alle mit einem einen Schreck gekriegt und haben gehört, ups, hier soll Windkraftanlagen gebaut werden. Dann hat es ein paar Wochen gedauert, bis man begriffen hat, was soll hier eigentlich für eine Windkraftanlage gebaut werden. 200 Meter hoch, alles klar. 3 Stück, riesig. Und dann haben wir ja auch gleichzeitig verkündet bekommen, ja, übrigens, ihr habt ungefähr 3 Monate Zeit, euch jetzt was Vernünftiges auszudenken, was dagegen spricht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Das war eine Zeit für uns, jetzt heute vom BEFRA, damals von der Bürgerinitiative, wo wir wenig geschlafen und viel gearbeitet haben, um einigermaßen Schritt halten zu können und zu verstehen, was da los ist, nach welchen Regeln das alles funktioniert und so weiter und so fort. Es gab diese Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Planentwurf. Das ist das, was viele von Ihnen auch mitgemacht haben. Ganz toll, die Stellungnahmen, die wir abgegeben haben, und um dem Land zu zeigen, dass es Gründe gibt, die gegen diese Windkraftanlagen sprechen. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung befindet sich im Moment in der Auswertung, die läuft. Und der nächste Schritt, der jetzt ansteht, das ist natürlich der dritte Planentwurf. Das Land sagt so irgendwann, ja, Ende Sommer, Herbst wird das wahrscheinlich passieren. Da sind wir dann so weiter, kommt der dritte Planentwurf raus, also wir stehen jetzt gerade hier. Dann wird es wieder eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben, dann darf man nochmal mitgeben, machen, also was dazu sagen.
Es muss immer eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben, sobald was verändert worden ist. Und weil es eben so viele Stellungnahmen gab in der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung, muss man wahrscheinlich im dritten Planentwurf noch was verändern. Und da muss die Öffentlichkeit wieder beteiligt werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, das Ganze könnte jetzt ewig gehen. Da gibt es wieder eine Planrunde, da muss wieder was verändert werden, dann kommen wieder Stellungnahmen, dann müssen wieder was verändern. Das wird natürlich nicht passieren. Da hat das Land überhaupt keine Lust zu. Das kann das Land nicht mitmachen. Die stehen tierisch unter Druck. Die Opposition setzt sie unter Druck. Die Windkraftindustrie setzt sie unter Druck. Viele öffentliche Gruppierungen setzen sie unter Druck. Oder einige öffentliche Gruppierungen setzen sie unter Druck. Das Land wird alles daran setzen, nach dieser dritten Planungsrunde den Sack dicht zu machen. Und dann wird es wahrscheinlich 2020, 2021, je nachdem so, wird der Plan beendet. Es wird eine Planfeststellung geben und dann geht es los mit Bau. So, jetzt denken Sie, wieso? Der hat doch gerade noch von 2019 gesprochen. Es gibt ein Moratorium. Und viele Menschen hier in der Umgebung, der Begriff Moratorium bedeutet sowas wie Bausperre, Aufschub der Baugenehmigung. Und viele Menschen in der Umgebung, auch wir, haben gedacht, das ist ja super, es gibt ein Moratorium, da kann jetzt erstmal nichts passieren. Dummerweise ist dieses Moratorium nicht ganz echt. Es gibt nämlich Ausnahmegenehmigungen. Gucken wir uns gleich mal an, was mit diesen Ausnahmegenehmigungen ist. Wenn diese Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, ist der Bau jederzeit möglich. Ist es nicht so, dass nur da eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden darf, wo der erste Planentwurf die Fläche auch mit enthalten hat? Das ist ein Irrtum, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich beantworte die Frage schon mal vorweg. Sie muss praktisch eine Planungsrunde überstanden haben. Also sobald wir in der dritten Planungsrunde auftauchen, sind wir vogelfrei. Also Sie müssen praktisch eine Planungsrunde ausgewertet haben und dann kann man den Ausnahmeantrag stellen. Komme ich aber gleich nochmal, wird gleich nochmal deutlicher. Also, es gibt kein Moratorium, behaupte ich. Wieso heißt denn das überhaupt Moratorium? Wenn Moratorium sowas wie Baustopp bedeutet, müsste man doch davon ausgehen, dass da auch irgendwie was hintersteckt. Jetzt sage ich Ihnen mal, wie das Land das Moratorium, den Baustopp definiert. Das LLUR, das ist diese Behörde, die das macht, die sagen, das Moratorium verbunden mit der Möglichkeit der Ausnahmeentscheidung ist ein Signal für den ausgewogenen Windkraftausbau in Schleswig-Holstein. Es folgt kein Stillstand, sondern ein planvoller weiterer Ausbau der Windenergie. Das ist ja eine Mogelpackung. Moratorium heißt das. Und jetzt gucken wir, das ist die Frage, die Sie gerade gestellt haben. In Frage kommende Flächen für die Ausnahmegenehmigung, zu denen also mindestens eine vollständige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt ist, also da durften die Bürger einmal eine Stellungnahme abgeben, hier ist eine Ausnahmezulassung wahrscheinlich. Ja, das ist sozusagen, kann man übersetzen mit, es ist ein Selbstgänger. Jetzt gucken wir uns mal an. Bis 2015, hier steht seit, das brauchen Sie sich jetzt noch nicht angucken. Bis 2015 sind pro Jahr im Schnitt 160 Anlagen gebaut worden in Schleswig-Holstein. Dann kam das Moratorium von 2015 bis jetzt. In dieser Zeit sind 568 Anlagen gebaut worden. Wenn Sie das mal teilen durch die Anzahl der Jahre, 4 Jahre, dann kommen Sie auf 142 pro Jahr. Da sehen Sie mal, was für ein tolles Moratorium das ist. Vorher 160, jetzt 142. Das klappt ja wunderbar. Also das ist ein Blendwerk. Dieses Moratorium, das ist keine Bausperre, sondern es sieht Ausnahmen in sehr großem Umfang vor und faktisch für jedes Gebiet, bei der eine Bürgerbeteiligung schon erfolgt ist, kann es losgehen. Ja? Alles Taten und Zahlen, die Sie beim Landesamt für ländliche Räume, Umwelt und Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume nachlesen können, hat sich keiner ausgedacht. Also, Mogelpackung. Jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. Jetzt gucken wir uns nämlich das Szenario für Heidmühlen an. Wenn wir nichts dagegen tun, wenn nichts passiert, wenn das Programm einfach so abläuft, dann sieht es, und das kommt jetzt, ich behaupte nicht, dass die Grafik, die Sie jetzt gleich sehen, genauso passiert, sondern das ist der theoretische Worst Case. Also das ist, was möglich ist, wenn wir richtig Pech haben. Ja? Ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich erzähle Ihnen gleich danach nochmal, was ich glaube, wie es kommt. Aber wenn wir richtig Pech haben, dann passiert Folgendes. Das ist das Jahr bis Dezember, dieses Jahr bis Dezember. Und wir wissen, eines ist schon passiert. Wir haben nämlich ein Vogelgutachten. Avifaunisches Gutachten, so nennt sich das. Und das muss, wir haben bei einem Naturschutz, bei einem Naturanalyseinstitut in Kiel da eine Auskunft erhalten, haben da ein kleines Gutachten in Auftrag gegeben. Bei uns müssen das 20 Beobachtungstage sein und die müssen bis Juni erfolgen. Mehr muss der Anlagenbetreiber nicht machen. An der Stelle ist ja klasse, ne?
Schauen Sie mal, der Anlagenbetreiber prüft selber, ob sein Gebiet avifaunisch geeignet ist. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie Ihre Steuererklärung selber kontrollieren. Das ist dasselbe. So macht er das auch. Vor allen Dingen 20 Tagen. In 20 Tagen, ja, aber das liegt daran, dass wir ja hier keine Hinweise auf viele Vögel haben, ne? Weil wir haben ja keine Vogelbeobachter, es gibt keine Daten und deswegen muss auch nur so ein kleines Gutachten gemacht werden. Das Gutachten läuft seit dem 19. März, da sind wir den Gutachtern das erste Mal im Feld begegnet, da standen dann drei Jungs rum und Sie können sich vorstellen, das sind Gutachter, die natürlich regelmäßig für diese Konzerne arbeiten. Dann kann man seine Fantasie so ein bisschen auch Spielraum lassen, wie die ja Gutachten machen, aber das ist eine Unterstellung. Okay, was passiert, wenn die das bis Juni gemacht haben? Wir gehen jetzt mal davon aus, das Land ist routiniert, das hat das jetzt inzwischen zum zweiten Mal gemacht, die Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeguckt, die sind gut vorbereitet. Dann kann das theoretisch, ne, tatsächlich im Juni, Juli soweit sein, dass die zweite Planungsrunde abgeschlossen wird. Also dann sagen sie, wir haben jetzt alles ausgewertet, dann dauert das meistens nicht länger als eine Woche, so war es bisher, dann kommt die dritte Planungsrunde. Nicht die dritte Planungsrunde, sondern die dritte Planauslegung. Dann zeigen die ihren neuen Plan. Und wenn wir da drin sind, und glauben Sie mir, wir werden da drin sein, das ist so, das Land beabsichtigt nicht, uns nochmal rauszunehmen. Wir haben mit der NABU, der schon mehrere solche Verfahren durch hat, der hofft, dass er von den 361 Gebieten circa 10 Gebiete irgendwie vielleicht rauskriegt, wenn es gut läuft. Und der NABU kämpft nicht für uns, weil er nicht weiß, dass es bei uns Vögel gibt. Der ist genauso betroffen. Oder welche Gründe noch dagegen sprechen. Also, dann kommt der dritte Planentwurf, der wird ausgelegt. Und das ist der Zeitpunkt, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wenn der raus ist, dann ist Halbmühlen wieder drin. Das heißt, man hat unsere Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen. Und in dem Moment darf der Anlagenbetreiber sofort eine emissionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz beantragen. Das ist das, was ich gerade sagte, es kann auch später sein. Diese emissionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, da gibt es zwei Varianten. Die kurze Variante, die wahrscheinlich angewendet wird, darf maximal 3 Monate geprüft werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es niemals 3 Monate geprüft, sondern höchstens 4 Wochen, weil die ganze Vorbereitung schon getroffen sind. Der Anlagenbetreiber wird alle Unterlagen zusammen haben. Es gibt kaum Widerspruch oder da wird nichts eingereicht. Wir gehen ja davon aus, dass es keine Gegenwehr gibt. Dann ist das nach circa 4 Wochen durch. Dann gibt es eine Widerspruchsfrist von 4 Wochen. Und nach diesen 4 Wochen hat der Betreiber, was er will, da gibt es eine Baugenehmigung. Ja? Was ist dann mit der, wie kalkulieren Sie dann Ihre bisherige Stellungnahme in dieses Verfahren ein? Was die Wirkung angeht? Diese 44 Seiten, ne? Ja, genau. Diese Stellungnahme ist eine Voraussetzung dafür, dass man später vor Gericht klagen kann. Also all diese Punkte müssen drin sein und müssen einmal angebracht worden sein, sonst hat man daher nicht mehr das Recht, das gerichtlich anzugehen. Aber wir gehen davon aus, dass das Land unsere Stellungnahme in allen Punkten als nicht signifikant zurückweisen wird. Das sagt uns auch jeder, der Ahnung davon hat. Nicht, weil unsere Stellungnahme nicht gut ist, sondern weil das Land gute Vorbereitungen gemacht hat. Das Land hat vorher schon alle Kriterien so verändert, die sind ja auch, werden ja auch immer wieder angepasst. Ne? Mal muss der Milan 1500 Meter Abstand eingehalten werden, mal 3 Kilometer. Das ist immer so, die drehen das so, das sagen die auch, bis die Fläche passt. Sie wollen 2% Fläche haben und die muss passen. Ne? Man muss auch sagen, wenn wir rausfliegen, dann wird die Fläche kleiner, als das Land der Windenergie versprochen hat. Das heißt, dann kann die Windenergie prinzipiell klagen und kann sagen, hör mal zu, wir haben Produktionskapazitäten für 2% der Landesfläche, ihr macht jetzt viel weniger. Das geht so nicht, wir verklagen euch auf Schadensersatz. Das heißt, das Land wird um uns kämpfen, um jede Fläche kämpfen. Die werden nichts preisgeben. Das ist der Worst Case. Also, wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich glaube an ein etwas konservativeres Szenario, aber um ehrlich zu sein, ist dieses konservative Szenario nicht netter. Das sieht nämlich dann so aus, avifaunisches Gutachten des Betreibers. Der könnte theoretisch bis September gehen, wird er nicht machen, der wird auch im Juni aufhören und danach würde er dann nur noch Bauvorbereitung betreiben, schon mal die Anlagenteile sortieren, dass er die schnell aufgebaut bekommt, was weiß ich, was der da macht. Dann kommt der Abschluss der zweiten Planungsrunde des Landes im Oktober oder November, so Ende des Jahres, so hat das Land es auch angekündigt, vermutlich sind sie eher schneller, egal. Danach kommt die neue Auslegung, da sind wir dann, wie gesagt, drin. Dann kommt die emissionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung. Der Anlagenbetreiber wird wahrscheinlich auch nicht im Winter anfangen zu bauen. Vermutlich lässt er sich da ein bisschen Zeit. Dann hat er aber seinen Bauantrag und dann kann er im nächsten Jahr im Februar anfangen, sein Fundament zu gießen und damit loslegen. Das muss er auch. Da
Der muss nämlich bis 2021 die Anlage in Betrieb genommen haben. Da endet nämlich das Erneuerbare Energiengesetz. Und das garantiert ihm ja eine Einspeisevergütung. Wir wissen noch gar nicht, was danach kommt. Vielleicht kommt da gar keins mehr oder die Vergütung wird weniger. Das heißt, er muss sich auch ein bisschen ranhalten. Und das heißt, dass diese Anlagen auf jeden Fall im Lauf des nächsten, also das ist die Absicht des Betreibers, ist mit Sicherheit die Anlagen im Lauf des nächsten Jahres auf die Beine zu stellen. Sonst nicht gut für ihn. So, das ist das nicht so schöne Szenario. Gibt es da erstmal schon Fragen zu? Ich würde gerne was ergänzen. Ergänz mal. Ja, mach so. Nur aus dem Zeitbericht heute nochmal. Zitat Dr. Lüth, Frau Hiltrop von der Lübecker Nachrichten hat ihn gefragt, das ist ja auch korrekt, und er sagt, Zitat, Projektleiter Dr. Hans-Günter Lüth bestätigt, dass die Vorbereitungen laufen. Wenn, Zitat, wenn die Planung einen gewissen Stand erreicht hat, ist es auch so, dass es Ausnahmegenehmigung geben wird. Es gibt nämlich immer noch, glaube ich, auch Menschen, die glauben, dass er keine Ausnahmegenehmigung stellen wird. Er sagt es eigentlich schon selber, wenn das soweit ist, dann ist es soweit, dann stelle ich das genau. Das brauchen wir nicht selber. Brauchen wir auch nicht selber sagen. Es ist so, es würde sonst gar keinen Sinn machen, dass er dieses Jahr sein Gutachten schon beginnt. Weil sonst könnte er ja sagen, ich warte mal locker ab, was die Landesplanung so ergibt und dann spare ich mir vielleicht 50.000 Euro, kann ich ja nächstes Jahr noch machen. Aber dass er das jetzt macht, ist ein klares Indiz dafür, dass er auf jeden Fall einen Ausnahmeantrag stellen wird. Sonst wäre es völlig sinnlos. Sonst müsste er das gar nicht. Gut. Ich habe keine weiteren Fragen vernommen, beziehungsweise wir packen die vielleicht auch nach hinten. Wir sind jetzt auch bald durch. Sie brauchen dann nicht mehr so viel komplizierte Dinge nachzuvollziehen. Was jetzt kommt, ist eigentlich auch das Wichtigste, worüber wir reden. Nämlich, was kann man dagegen eigentlich jetzt tun? Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben schon was getan. Wir haben schon angefangen. Ich glaube, das merken Sie auch an der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Wir haben uns juristische Unterstützung geholt. Das ist nicht einfach, das kann ich Ihnen sagen. Erstens deswegen, weil jeder Anwalt, der sich mit Windkraft auskennt, früher oder später von einem Projektierer angesprochen wird und heißt, weißt du was, du hast doch da so einen Prozess für Windkraftkritiker gewonnen. Willst du nicht bei uns die nächste Anlage projektieren, kriegst eine 500.000 und wir haben auch noch ein paar Folgeaufträge für dich, weil du so ein Experte bist. Also das heißt, viele verschwinden vom Markt und arbeiten dann auch für die Industrie, die sind natürlich... Gerade bei so einer Sache muss man auch schauen, dass jemand ein bisschen dahinter steht. Ne? Des Weiteren ist es so, ich habe gesagt, 361 Gebiete werden gerade in Schleswig-Holstein geprüft. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die gerade einen Anwalt gesucht haben. Zum Glück waren wir sehr, sehr schnell. Wir haben schon letztes Jahr, schon, ich weiß nicht, ich glaube im November war das, Anfang November Kontakt aufgenommen zur Anwaltskanzlei Armin Brauns. Armin Brauns ist eine Anwaltskanzlei, die ausschließlich... Windkraftbetroffene vertritt, Gemeinden, Kommunen, Bürger. Armin Brauns ist ein Rechtsanwalt, der inzwischen seit 20 Jahren ausschließlich im Bereich der Windkraft aktiv ist. Der ist also mit allen Wassern gewaschen, kennt sich aus, ist seit 40 Jahren anwaltlich aktiv. Er hat den Flughafen Leipzig auf der anderen Seite in der Staatskanzlei mitgeplant. Ich habe kürzlich ein Telefonat mit ihm gehabt, wo im Nebenzimmer ein ehemaliger Finanzminister mit buschigen Augenbrauen sitzen hatte. Ich sage das alles, um Ihnen zu sagen, wir haben da wirklich einen richtig guten Anwalt erwischt. Wir haben nicht nur Armin Braun, sondern wir haben zur Unterstützung hier im lokalen Bereich die Verwaltungsrechtskanzlei Brückner und Kollegen in Lübeck ansässig für uns gewinnen können, die Unterstützungsarbeiten, die hier lokal erforderlich sind, mit übernimmt. Und was ganz wichtig ist bei der Sache, die Finanzierung läuft ausschließlich durch private Mittel von Vereinsmitgliedern. Also es werden hierfür keine Spenden aus der WEFRA verwendet. Das ist eine Sache, die völlig außen vor läuft. Und trotzdem können Sie sich vorstellen, dass es auch nicht ganz billig ist. Okay, das ist der eine Teil, den wir tun können. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was unser Szenario ist mit dieser anwaltlichen Begleitung, wie wir wollen, dass es läuft. Wir wollen, Version 1, dass es folgendermaßen läuft. Wir können nicht verhindern, dass das abifaunische Gutachten von Herrn Dr. Lüth und Kollegen läuft. Das soll so sein, das darf er dann auch machen. Aber wir wollen parallel dazu ein eigenes abifaunisches Gutachten starten. Und nebenbei bemerkt, wir haben den ersten Schritt, eine erste Teilstufe, haben wir schon gestartet, weil wir es mussten. Komme ich auch gleich nochmal zu. Wir haben also die ersten Schritte, die Horstsuche etc. haben wir schon finanziert. Wenn es soweit ist, dass die zweite Planungsrunde abgeschlossen wird, und Sie erinnern sich, dritter Planentwurf kommt raus und dann kann der sein emissionsschutzrechtliches Verfahren, seine Ausnahmegenehmigung beantragen.
Spätestens in diesem Moment, in unserem Szenario, haben wir ein fertiges Erbifauna-Gutachten und wir können etwas entgegnen. Wir können nämlich sagen, wisst ihr was, das kann ja schön sein, dass die Gutachter von Herrn Dr. Lüth hier keinen einzigen Vogel gesehen haben und die, die er gesehen hat, die sind alle immer nur nach Norden weggeflogen vom Vorranggebiet. Und die meinen, wir können hier Ausgleichsflächen anlegen, dann reicht das auch. Denn dann hat man ein Gutachten, womit man fundiert sagen kann, nee, stimmt nicht. Wir haben hier Horste, wir haben die Vogelbewegung, wir haben die Beobachtungen gemacht, Ausnahmegenehmigung ist nicht zu erteilen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass es dann auch dazu kommt, wenn wir unser Gegengutachten einbringen, dass in diesem Moment die Ausnahmegenehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz versagt wird. Und dann ist auch in dem weiterlaufenden Planungsverfahren sehr unwahrscheinlich, dass da jemals wieder von uns gesprochen wird. Das was? Das habe ich eben nicht verstanden. Dass dann jemals wieder von uns gesprochen wird im normalen Planungsverfahren außerhalb der Ausnahmegenehmigung. Das läuft ja weiter. Ne? Der dritte Planentwurf etc. Natürlich, das will ich nicht verhehlen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass danach der Anlagenbetreiber sich auch überlegt, das will ich nochmal beklagen. Dafür ist natürlich entscheidend, dass der auch merkt, mit wem was zu tun hat. Also wir müssen einfach natürlich auch zeigen, du kannst gerne klagen, aber den ersten Schritt haben wir schon gewonnen und wir sind auch bereit, den zweiten zu machen. Das zweite Szenario, was möglich ist, und das ist, sage ich Ihnen, das noch bessere, das wäre ideal. Das wäre so, dass das agrifaunische Gutachten von Herrn Dr. Lüth läuft, dass wir unser Agrifauna-Gutachten unterstützt durch die Bürgerschaft beginnen, dass es die zweite Planungsrunde gibt, dass die abgeschlossen wird und wir dann schon vorläufige Ergebnisse einreichen, die gut genug sind, um das Planungsverfahren an diesem Punkt zu stoppen. Zum Beispiel, wenn wir einen Milanhorst haben, der im Abstand von 1500 Meter ist und wir belegen können, dass der Milan in die Fläche einfliegt. Oder. Da gibt es ganz viel, was man machen kann. Wir werden wahrscheinlich Zwischenergebnisse, wenn wir so weit kommen, wenn wir das realisiert kriegen, sowieso einreichen. Weil was dann passiert ist, dann nimmt uns das Land raus. Wenn das Land das kann, wenn die gute Argumente haben, dann werden die das auch tun. Dann sind wir in der dritten Planungsrunde nicht drin und dann gibt es keine Ausnahmegenehmigung, weil die Öffentlichkeitsbeteiligung dann nicht abgeschlossen werden konnte. Dann sind wir raus. Und in diesem Moment wäre auch im Rahmen der Landesplanung logischerweise, wenn wir im dritten Entwurf nicht drin sind, auch gar keine Chance mehr, uns in irgendeiner Weise mit diesen Mühlen, die wir nicht wollen, zu versorgen. Auch da ist es natürlich wieder möglich, dass er klagt. Aber wie gesagt, wenn wir an dem Punkt erst wären, dann glaube ich, haben wir schon mehr als die halbe Miete hinter uns gebracht. Weil er klagt auch nicht gegen uns, sondern dann gegen das Land. Und dann sagt er, das Land hat es falsch gemacht. So. Das ist es, was wir uns vorstellen, was man machen kann, was wir unsererseits machen können. Und dazu, das habe ich Ihnen gerade gesagt, brauchen wir dieses agrifaunische Gutachten. Ohne dieses Gutachten, Sie erinnern sich, ist Szenario 1, das ist unausweichlich. Wir werden ohne dieses agrifaunische Gutachten, dafür stehe ich hier, werden wir Windkraftanlagen hier bekommen. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Was ist das für ein Gutachten? Jetzt sind wir wieder, wir brauchen ein Gutachten. Und wenn Sie beim Anwalt gut aufgepasst haben, dann werden Sie sich denken, das wird bei den Gutachtern ja nicht so anders sein. Jetzt haben wir 361 Gebiete, wo einmal der Anlagenbetreiber einen Gutachter hat, den er beauftragt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch andere Bürgerinitiativen, die Gutachter beauftragen. Da wollen Sie jetzt einen kriegen. Und jetzt klopfe ich uns auf die Schulter, auch da waren wir schnell. Wir haben über die Windkraftgegner, Windkraftkritiker, Herrn Pronsdorf, die schon so einen Verfahrensschritt hinter sich haben, über einen Falkner, Herrn Nowak, Kontakt bekommen zu Gerrit Peters. Und Gerrit Peters gehört zu den angesehensten, auch gerichtlich angesehensten Gutachtern, die wir in Schleswig-Holstein haben. Der hat früher mal für die Windkraftindustrie gearbeitet, hat aber dann gesagt, das gefällt ihm nicht, wie seine Daten dann verwurstet werden. Daher kommt überhaupt nicht das raus, was er gesehen hat. Und seitdem ist er selbstständig mit seinem Institut Ocean and Earth. Und wir haben durch diese frühzeitige Ansprache bei Herrn Peters die Möglichkeit bekommen, von ihm Gutachten durchführen zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben etliche andere Bürgerinitiativen, zu denen wir Kontakt hatten, die keine Chance mehr hatten. Auch Herr Peters hat, das war, ich glaube, Ende Dezember, Anfragen von einer Anwaltskanzlei bekommen, die wollte bis zu 5 Gutachten durch ihn machen lassen. Die können nur 2 Gutachten machen pro Jahr, wenn sie das verantwortungsvoll machen. Und das war der Moment, wo wir entscheiden mussten, ob wir die erste Phase mit ihm gehen. Und deswegen sage ich, wir haben ihn teilbeauftragt für die erste Phase. Wie sieht so ein Gutachten aus? So ein Gutachten geht von März bis August, wenn es ein gutes Gutachten ist. So ein Gutachten vom Windkraftbetreiber kann auch kürzer, der will ja nichts sehen. Wir wollen ja was sehen, also machen wir länger. Muss auch sein, weil wir dann das stärkere Gutachten haben. Wir haben einen längeren Untersuchungszeitraum.
Die reine Horstsuche beträgt 5 Tage, die ist jetzt schon im März, ich glaube, weitgehend abgeschlossen. Die Beobachtungszeit liegt bei 40 Tagen und da kommt natürlich ganz viel Literaturrecherche dazu, Auswertung und. Und das Interessante, darunter sehen Sie, der ganze Kram kostet 36.000 Euro. Ich mache schnell weiter, dann halten Sie sich daran nicht so lange auf. Dazu kommt ein Fledermausgutachten mit 6 Horchboxen, April bis August, 6 Nächte Detektorerfassung, Quartiersuche 2 Nächte. Dazu natürlich enorm lange Analysezeit, wo man die ganzen Aufzeichnungen der Horchboxen abhört und guckt, welche Tiere waren das und so weiter und so fort. Die Gutachten sind so teuer, auch für einen Anlagenbetreiber. Das ist nun mal so. Und wenn Sie sich vorstellen, dass er 2 Stück pro Jahr macht, ja, der muss sich da wohl finanzieren. Wir kommen also unterm Strich auf 54.000 Euro. Das ist eine Stange Geld. Bedenken Sie aber eines, WEFRA ist spendenbegünstigt, das heißt eigentlich an Aufwand entstehen ca. 36.000 Euro, weil man den Rest von der Steuer erstattet bekommt. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich am Ende 54.000 Euro zusammen, um dieses Gutachten zu finanzieren. Das ist eine bittere Wahrheit und das ist auch die Wahrheit, die uns letztlich heute hierher bringt, um Ihnen auch zu sagen, wir sind damit natürlich an einem Punkt angelangt, wo unsere Mittel, wir haben glaube ich die ganzen letzten 6 Monate immer irgendwo noch Wege gefunden, uns zu motivieren, uns zu aktivieren, weiterzumachen, noch mehr Energie reinzustecken und das wird auch weiterhin so klappen. Aber was das Finanzielle angeht, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir es alleine nicht mehr packen. Anders kann man das so an dieser Stelle nicht sagen. Das heißt, wir brauchen einen Schulterschluss, dieser Gemeinde, der auch hinausgeht über das nächste Jahr oder das übernächste Jahr. Wir müssen an die nächsten 20 Jahre denken. Und wenn Sie diese nächsten 20 Jahre in dem Raum, in dieser Lokalität verbringen wollen, wie wir sie jetzt haben, mit der Natur, mit all der Umgebung und all den Dingen, über die wir heute auch, oder ich heute gesprochen habe, dann werden wir nicht da ohne sie auskommen. Das ist eine Tatsache. Deswegen finden Sie Spendenzettel. Deswegen bitte ich Sie darum, in sich zu gehen, sich zu überlegen, was Sie dazu leisten können und leisten wollen. Wir haben im Moment circa 1/3 des Betrages zusammen. Wir haben einige Großspender, die uns Zusagen gemacht haben mit konkreten Beträgen, die noch nicht auf dem Konto eingegangen sind, die aber eingehen werden. Also das Ganze ist realisierbar, auf jeden Fall. Bevor ich meinen Vortrag beende, möchte ich Ihnen noch etwas erzählen. Und zwar möchte ich Ihnen etwas erzählen darüber, dass ich eine Lieblingsfolie in diesem Vortrag habe. Diese Lieblingsfolie ist der 2. Filmbeitrag mit dem jungen Seeadler, der 1 Jahr alt war. Das ist ein wunderschöner Naturfilm, aber das ist nicht der Grund, weswegen das meine Lieblingsfolie oder Lieblingsseite ist. Wenn Sie genau aufgepasst haben, dann wird Ihnen etwas aufgefallen sein. In diesem Film hat David gewonnen und nicht Goliath. Und das ist das, was ich mir für uns auch wünsche. Danke. Es wurde ja die Gemeinde Heidmühl angesprochen, mit dem leisen Unterton, ob sie auch nichts tun würde. Zur Gemeinde gehören natürlich auch die 5, 6 Grundstückseigentümer, die hier Eignungsflächen zur Verfügung stellen. Die wollen wir nicht ausgrenzen, auch nicht verteufeln. Wahrscheinlich reden wir von der Gemeindevertretung. Und die hat den Auftrag aus der Einwohnerversammlung sehr wohl begriffen und auch mitgenommen. Aber ich bitte um Verständnis, hier ist eine große Öffentlichkeit, dass wir unsere Taktik, unsere Vorgehensweise gar nicht offenlegen. Wir marschieren mit der WEFRA parallel, gemeinsam. Wir haben das gleiche Ziel, die gleichen Wünsche, dass wir von diesen Anlagen, großen industriellen Anlagen, verschont bleiben. Und da kann jeder sich darauf verlassen, dass die Vertretung diesen Kurs auch beibehält. Aber Einzelheiten möchte ich nicht nennen.